Londoner an Çalhanoğlu dran. Bayer Leverkusens Hakan Çalhanoğlu wird angeblich stark vom FC Chelsea umworben. Das berichtet die türkische Zeitung Habertürk. Leverkusen soll sich sogar schon auf eine Ablösesumme in Höhe von 20 Millionen Euro mit dem Blues geeinigt haben. Somit könnte der 22-Jährige bereits im Winter nach England wechseln. Der Vertrag des türkischen Nationalspielers bei Bayer läuft noch bis 2019. Lahm soll weiterspielen. Javi Martinez kann sich ein Karriereende seines Teamkollegen Philipp Lahm nicht vorstellen. Lahm mache noch einen solch frischen Eindruck, er müsse weiterspielen, sagte Martinez in der Bild. 4 Jahre würde der Kapitän des FC Bayern noch locker schaffen, so der Spanier weiter. Aktuell steht für Lahm ein Job als Sportvorstand beim Rekordmeister zur Diskussion. Der Vertrag des 33-Jährigen endet 2018. Leipzig bricht mit Gehaltsgrenze. Sportdirektor Ralf Rangnick von RB Leipzig will den intern festgelegten Salary Cap abschaffen. Aktuell liegt die Obergrenze derzeit bei 3 Millionen Euro Jahresgehalt. Dies sei angesichts des derzeitigen sportlichen Erfolgs langfristig zu wenig, um Topspieler halten zu können, erklärte Rangnick der deutschen Presseagentur. Die intern festgehaltene Obergrenze, welche nirgends schriftlich festgehalten sei, werde nun für die nächsten 5 Jahre ausgesetzt, so Rangnick weiter. Im Sommer war angeblich der Transfer von Schalke-Neuzugang Brele Mbolo geplatzt, weil dieser die Gehaltsobergrenze gesprengt hätte. Barca-Boss redet Klartext. Barcelona-Präsident Josep Maria Bartomeu hat die erneuten Spekulationen um einen Wechsel Messis zu Manchester City deutlich zurückgewiesen. Man sei davon überzeugt, dass Messi seine Karriere bei den Katalanen beenden wird, sagte Bartomeu. Lionel war der Spieler, der das Team all die Jahre zum Erfolg geführt habe, so der 53-Jährige weiter. Zuletzt wollte Messi seinen Kontrakt vorerst nicht verlängern, jedoch soll Vater George nun doch in Verhandlungen mit Barcelona stehen, berichtet die spanische Zeitung Marca. Ganz Leverkusen im Fieber. Allerdings gilt das mehr dem Weihnachtsmarkt in der Innenstadt, denn dem Freitagsspiel gegen RB Leipzig. Jedenfalls wirkt es so, wenn wir von den Passanten wissen wollen, wie denn der gegnerische Trainer heißt. Rückblick, auch ein Kandidat bei Wer wird Millionär scheiterte an dieser Hürde. Und unsere Befragten? Er freute sich zu Beginn der Saison bestimmt tierisch auf seinen neuen Trainerposten beim Fußballbund Ligisten, also Liga, ne? Franz Katzenkäpple. Ich habe wenig Ahnung von Fußball, aber ich behaupte keiner. Franz Katzenkäpple. Leider nein. Nie gehört. Doch natürlich kennt auch der ein oder andere in der Stadt des Werksclubs Ralf Hasenhüttl. Das war bei Wer wird Millionär. Ja, ich sag mal C. Richtig. Dankeschön. C ist das. Ralf Hasenhüttl. Leverkusen muss aufpassen, dass der forsche Tabellenzweite seinen Trainer nicht nachdrücklich in Erinnerung bringt. Wobei wohl auch das der vorweihnachtlichen Stimmung keinen Abbruch tun würde. Mit den Sport1 News immer up to date. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Immer noch Reus über den halben Platz, vorbei an Bonucci und rein ins Tor.